was ist das denn hier für eine geile Apparatur? Ja, das hat ehrlicherweise der Robert. Ich wollte die eigentlich kaufen, aber Robert hat gesagt, er würde sie kaufen. Wenn ich ihn jetzt noch verrate, dass wir sogar Schulkameraden sind. Wir beide oder? Ja, wir beide. Also nee. Keine Klassenkameraden, aber Schulkameraden. In Dassel, das wird aufgezeichnet und dann dauert es 2-3 Wochen, bis das erscheint. Und das war natürlich die Hölle. Es wird hier schlimmer. Kurt Krömer hat ja wenigstens ein Konzept. Frau ja. Petri war auch da und die war auch hier. Ja, okay. Sie stecken also dahinter, die abzuservieren. Ja, oh, ich habe noch mehr Marmelade. Ein kleiner Selbstständiger, der seinen Laden 3 Monate nicht aufmachen kann, der ist blank. Drogen finden sie gut. Sie wollen Cannabis legalisieren. Ja. Ich gönne Ihnen das, dass Sie dann wieder an die Macht kommen. Also dann müssen Sie aber wieder funktionieren. Das stimmt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir ein bisschen verliebt ins Regieren sind. So, jetzt ist der Semsrott oder der... Das ist mein heimlicher Chef. Ja, so eine Nudelpackung. Eine ist ja ein bisschen wenig, dann nehme ich noch eine zweite und vielleicht noch eine, nur so, es ist so ein Gruppenzwang. Jetzt mal ehrlich? Ja, das geht gut. Ja, das ist Denkmalschutz und so weiter, Zelle und Robert, nimm Platz, bedient euch. Wir haben hier noch einige nette Kamera. Der Karl wird Ihnen ein Mikrofon geben. Karl ist mal Assistent von Karl. Hi. Hallo. Normalerweise würde ich dir die Hand geben, aber ja, machen wir letztes Mal. Was ist eigentlich denn? Es ist total natürlich. So natürlich. Normalerweise, wenn man im Land unterwegs ist, dann ist man immer dabei, die Leute anzufassen und so. Und mir fehlt das auch, aber ich bin froh, dass ich diese Sommertour jetzt machen kann. Ja. Und da so ein bisschen unterwegs bin einfach. Aber im Preis mit drin sein sollte schon, dass wir sie eigentlich... Alles gut. Nee, das passt schon. So rein. Machen sie rein, genau. So, weil der Ton muss da stimmen und der Kaffee ist auch gleich fertig. Was ist das denn hier für eine geile Apparatur? Das ist von... Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Oben ist der Kaffee drin, unten ist das Wasser, dann kommt es hoch. Passt ein bisschen auch zur Sendung, wir wollen ehrlich und echt sein. Okay. Und das ist jetzt ein echter Kaffee, ohne Filter, ungefiltert, ohne Maske. Ah, und jetzt blubbert er. So, wenn er oben blubbert, dann ziehe ich ihn normalerweise runter. Wie lange haben wir Zeit heute in der Sendung? So eine halbe Stunde? Ich glaube, ja. Trinken Sie Kaffee? Also? Ja, unbedingt, ja. Sehr gerne. Danke, dass Sie Brötchen mitgebracht haben. Gerne. Ja, das hat ehrlicherweise der Robert. Robert. Ich wollte die eigentlich Robert kaufen, aber Robert hat gesagt, er würde sie kaufen. Und dann haben wir uns gesagt, so machen wir das. Wie frühstücken Sie sonst? Müssen Sie? Normalerweise frühstücke ich eigentlich gar nicht. Also heute ist gut. Und darum auch so? Naja, es ist jetzt etwas weniger geworden in letzter Zeit. Aber in Corona-Zeiten ist man immer in Gefahr, dass es doch wieder hochgeht. Und deswegen habe ich... jetzt aufs Frühstück verzichtet, aber wenn das so lecker aussieht, dann mache ich das schon. So viel brauchen wir ja. Die gehen bei euch, ne? Also ja, ihr müsst auch mit essen, auf jeden Fall. Ja. Schön, und die hier nicht wieder reinpacken. So. Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Danke. So, jetzt muss ich ihn runterholen hier von dem. Oh. Zack. Das war zu viel. War zu lange? Zu lange, wenn er jetzt so explodiert. Jetzt hoffe ich, dass der Kaffee wieder zurückkommt irgendwann. Ach krass, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja. Meine Kameraleute sagten, schöner kriegen sie, wenn sie da sind. Dann setze ich mich dahin. So,
Milch, Zucker? Mit dem Rücken zu euch, ist aber auch, naja. Alles okay für uns. Ihr wisst ja, wie ich auch von vorne aussehe. Ja? Ich mach's so ein bisschen hier. Genau. Genau. So. Oh ja, schön. Was fehlt zum Glück? Eigentlich nichts. Beim nächsten Mal gibt's ein Rührei. Ach, alles gut, aber alles gut. Erst, das werden. Na, ja, das sind wir als FDPler ja prädestiniert. Ja, ja, ja. Ich sehe da keine Gefahr. Genau, ich auch nicht. Ja, schön. Herr Kohle, schön, super. Dass du da bist. Ich freue mich sehr, Herr Fehlhaber. Vielen Dank für die Einladung und dass das möglich ist, ich hier bei Ihnen zu sein. Ich habe Sie nämlich bei Kurt Krömer gesehen. Dachte, sehr den, gut, den sehr gut. Auch hier haben. Jetzt hoffe ich, dass Sie mich nicht so in die Mangel nehmen wie Kurt Krömer. War das schlimm für Sie? Ich bin ein riesen Kurt Krömer-Fan. Ich auch. Ja, ich bin auch ein großer Fan. Deswegen habe ich mich auch über die Anfrage gefreut. Aber es ist schon so, dass man unheimlich aufgeregt ist, weil man ja nicht weiß, was der mit einem vorhat. Ja, nachher muss man da irgendwelche komischen Übungen machen oder Fragen beantworten, wo es dann peinlich wird. Und deswegen war ich schon angespannt, ja. Haben Sie den SPD-Bürgermeisterkandidaten? Ja, ich habe mir alle Sendungen, Sind trotzdem, waren Sie nach ihm oder vor ihm? Nach? Ich hatte schon zugesagt und dann war sie die Sendung. Reit Saleh. Genau. Ja, das war. Da kommt der Kaffee zurück. Ach, nee, der macht gerade Unfug. Das ist ja nun wirklich live. Der hätte jetzt nicht wieder zurückgehen dürfen. Also ich finde, es sieht genau, es sieht sehr professionell aus. Das sieht ein bisschen aus wie eine Bon gerade, ne? Ja, genau. Das war ja komisch. Gut, wir hoffen, dass das funktioniert, aber der hat ein Geräusch gemacht, was so nicht sein sollte. Ja, das habe ich mir natürlich alles angeguckt, weil ich so aufgeregt war, habe ich mir jede Sendung angeguckt vorher und mir überlegt, was machst du in der Situation, und dann, genau. Dann ist ja auch nochmal, das wird aufgezeichnet und dann dauert es 2-3 Wochen, bis das erscheint und das war natürlich die Hölle, diese Zeit, weil ich immer dachte, oh Gott, was schneiden die da rum und so, aber alles gut. Ich glaube, ich habe es einigermaßen überstanden. Ich muss Sie echt loben. Also Dankeschön. Vielen Dank. Das ist total nett. Es wird hier schlimmer. Das habe ich schon gehört. Das hier hartes Regiment. Kurt Krömer hat ja wenigstens ein Konzept. Das unterscheidet uns. Und ja, das ist cool. Ich weiß jetzt noch gar nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie für ein Typ sind. Ob Sie mich noch mögen. Ob das kommt drauf an. Ich muss Sie ja wählen am Ende. Nee, apropos, warum sind Sie überhaupt hier? Ist kein Wahlkampf. Warum habt ihr mir so einen FDP-Mann hierher geschleust? Also es ist ja jetzt ein paar Monate her schon, dass man irgendwie so Präsenztermine machen konnte als Politik. Ja. Und ich habe irgendwie mir gedacht, also ich bin Generalsekretär der FDP Niedersachsen und bin üblicherweise ziemlich viel im Land unterwegs. Und seit März ist es einfach vorbei. Seit März gibt es kaum Präsenzveranstaltungen. Und Sie haben einfach Sehnsucht. Und ich habe einfach Bock, wieder im Land rumzufahren. Und dann habe ich mir gedacht, wo bist du irgendwie unterwegs? Und ich war gestern eh in Celle. Ja. Und dann habe ich gesagt, Robert, wir müssen was machen. Und dann haben sich tatsächlich, und daran merkt man das auch, alle Verbände so aus der Region gemeldet. Also ich bin heute in Celle, ich bin in Lüneburg, ich bin in Uelzen, ich bin in Harburg. Heute noch? Ja. Und heute Abend fahre ich wieder nach Berlin. Also ganz schön unterwegs. Aber dass der Talk bis um 3 dauert, wissen Sie? Ja, dann müssen die anderen sich ein bisschen gedulden. Das ist dann so. Und dann nächste Woche bin ich dann auch nochmal irgendwie. Also eigentlich komme ich aus Göttingen. Da wohne ich auch. Ja. Da habe ich ein Patenkind in Göttingen. Wunder, ist eine wunderschöne Stadt. Ja, fast so langweilig wie mit Celle, ne? Ach, das ist doch nicht langweilig. Ich wollte übrigens erzählen. Aus Eidensen, da ist Göttingen natürlich. Das stimmt, da bin ich aufgewachsen. Ich wollte übrigens erzählen, dass meine Großmutter in Celle geboren ist. Jawohl. Ja, aber eher so sozusagen Kriegswirren hier gelandet. Ja. Also die kommen nicht wirklich aus Celle. Aber es ist irgendwie so meine Beziehung zu der Stadt. Wenn ich Ihnen jetzt noch verrate, dass wir sogar Schulkameraden sind. Wir beide? Oder? Ja, wir beide. Also nee. Keine Klassenkameraden, aber Schulkameraden. In Dassel? In Dassel. Nein. Okay, krass. Waren Sie auf dem Internat? Ich gehörte zu den schwer Erziehbaren. Ja. Und auch ich war als Externer. Also es ist ja so, dass man quasi, der Großteil, das sind ja die Leute, die da aus der Stadt kommen und die von den Dörfern kommen. Davon war ich einer. Aber klar, es gab auch immer die Internatler. Das waren immer die besten Partys. Ja, wenn die Internatler gefeiert haben, da reinzukommen, das war immer was Besonderes. Ja. Wissen Sie, warum die Partys so toll waren da? Also zu meiner Zeit, zu Ihrer nicht. Ja, das weiß ich. Bei uns war natürlich nichts mehr los. Manche Lehrer mit den Schülern Drogen gedealt. Ernsthaft? Also so ist das heute nicht mehr an der Polizeischule in Dassel. Heute ist da wirklich, die haben alles im Griff. Guter Laden. Drogen finden Sie gut, habe ich gesehen. Sie wollen Cannabis legalisieren. Ja, das ist eine Sache, die wir in der FDP durchgesetzt haben, als junge Liberale vor vielen Jahren. Ich nehme hier so ein Körnerbrötchen. Und da geht es aber darum, dass Leute, die über 18 sind, das ja in Deutschland in vielen Fällen, sagen wir mal diplomatisch, es schon probiert haben. Und die Frage ist, soll man Leuten, die
sich selbstbestimmt dazu entschließen, sowas zu machen, sondern denen das verbieten, wenn es nur um Selbstschädigung geht oder wenn es nur um Konsum, wenn es nur um Genuss geht. Und da sind wir eben der Auffassung mittlerweile, das sollte man nicht, sondern man sollte einen Weg finden, wie man das organisiert. Aber klar ist auch, dass das nicht für andere Drogen gelten kann. So, und ich finde es aber ein bisschen widersinnig, dass irgendwie Alkohol und Tabak und so, dass das alles erlaubt ist. Und bei Cannabis macht unser Staat einen riesen Aufriss. Ja, und ich fand die Polizei, Staatsanwaltschaft, die haben auch Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Gelegenheitskiffer hochzunehmen. Also ein bisschen mehr Fokus auf das, was wirklich schlimm ist und ein bisschen mehr Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung. Ich glaube, da könnte man auch im Bereich der Drogenpolitik ein bisschen was machen. Aber ist nicht mein sozusagen Top-Thema. Ja, aber klar, auf jeden Fall, da haben wir... Ehe mich Ihr Top-Thema richtig interessiert, nur eine kleine Vorwarnung. Der Herr Rösler war damals bei mir. Ja, ja. Wann war das? Ein Jahr, bevor er dann nicht mehr da war. Okay, also er war als Wirtschaftsminister. Als Wirtschaftsminister, okay, ja, cool. Dann war Daniel Bahr mal bei mir. Ja. Auch ein Jahr, bevor er nicht mehr dann da war. Verstehe schon, ob Sie den alles gut. Ich kann die, es gibt noch so eine AfD-Liste, Frau ja. Petri war auch da. Und die war auch hier. Lucke. Ja, okay. Da, Sie stecken also dahinter, die abzuservieren. So, was okay. machen wir jetzt mit Ihnen? Ja, schauen wir mal. Welche Ziele haben Sie denn hier? Nee, nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl, da will ich schon nochmal wieder ins Parlament. Ja. Also, ja, wenn Sie jetzt mein Glücksbringer sind, dann hoffe ich, dass das klappt. Also, in einem Fall hat es geklappt mit Nico Semsrott. Ja. Der war Comedian und ist plötzlich. Der ist vorher bei Ihnen gewesen und ist jetzt okay. Ja, das ist gut. Als er gerade Comedian war, war eine Zettel und dann vor 5 Jahren. Und jetzt ist er dank mir natürlich genau. im Europaparlament. Da wollten Sie auch hin, ne? Warum eigentlich? Ich habe als Student ein Semester in Paris verbracht. Ja. Und das hat mir sehr gefallen. Ich bin immer ein großer Freund von Reisen gewesen und finde es ein großes Glück, dass man in der Europäischen Union in Frieden leben dürfen. Und deswegen bin ich ein glühender Europäer und hatte irgendwie Bock, da zu kandidieren. Und bei der FDP ist das so, dass wir mehr Kandidaten haben als das Europäische Parlament Plätze. Und ich war, glaube ich, einmal auf Platz 43. Da hätte die FDP 43% gebraucht bei meiner ersten Kandidatur, um ins Parlament zu kommen. Das ist natürlich möglich, aber es war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Aber es ist ja, man muss das so sehen, die Europawahl findet im ganzen Land statt. Und überall sind Veranstaltungen, überall muss man hingehen, das Thema erklären, in die Schulen gehen, in die Unis gehen. Und das machen die Europawahlkandidaten eigentlich. Und da habe ich mich dran beteiligt. So, jetzt ist der Semsrott oder der... Das ist mein heimlicher Chef. Ah ja, okay. Peter, ich bin gerade mitten einer TV-Aufzeichnung, hallo? Der soll vorbeikommen. Ist der wichtig? Ja, oder komm doch rum, genau. Hier bei mir zu Hause. Er ist einigermaßen nett, kannst du kommen. Alles klar, bis gleich. Ja, ja? Einzweck ist ausgefallen, genau. Genau. Hm? Okay, danke. Das ist unser Fotograf. Ah, okay. Ist so vernetzt. Ja, das ist wichtig. Er geht auch jeden Morgen um 6 ins Fitnessstudio. Und Jeden Tag. Der okay, das ist krass. Trotzdem kein Sixpack, aber der hört immer zu, was die Leute da sagen. Drunter wahrscheinlich schon. Was die Politiker ist da so ein Tratsch in der Zelle, da bei euch, was sie da hinter den Kulissen da so machen. Ein bisschen Lachs. Die wissen gar nicht. Ah ja. Oh, ich habe gerade so viele Themen auf einmal, weil also, das ist ein guter Sidekick. Die Sendung jetzt hier hat nicht mal einen Namen. Wir müssen das dem zusammen noch rausfinden. Ja? Mal gucken. Und dieses mit... dass du mich gerade angelogen hast, ist ja die beste Vorlage für den Arbeitstitel ist jetzt mal ehrlich. Ist der ja. Okay, das ist gut. Den? Super. Ich bin mit einem einverstanden. Jetzt mal ehrlich? Ja, das geht gut. Ja. Okay, bisher Zustimmung, aber falls ihr noch bessere habt, wir hatten dann Küchentalk, Küchenkabinett ist auch immer gut. Küchenkabinett. Ja. Aber das ist natürlich so ein bisschen, weiß es nicht. Ist gut? Fehlhabers Küchenkabinett. Nee, ohne Fehlhaber, also in Zelle kennt man mich, außerhalb keine Sau. Also Küchenkabinett, aber dann ist nur, wenn man Kabinettsmitglieder, also Politiker, wenn jetzt Star zu Sido kommt oder so. Sido, der war auch bei Krömer. Genau. Okay, also das nochmal für den Hinterkopf. Am Ende der Sendung brauchen wir einen Namen. Ja? Wenn wir jetzt live werden, könnten Sie mitentscheiden, liebe Zuschauer, können wir uns nicht leisten. Wo waren wir? Bei Sendspot? Europa. Europa. Ja, immer noch sehen? Total. Trotz Corona und Europa, wie sich so Europa dargestellt hat, das mal böse zu fragen. Hat sich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Also ich kann mich noch erinnern im März, als es mit der ganzen Corona-Diskussion losging und wir das erste Mal
die Grenzen dicht gemacht haben für medizinische Güter beispielsweise. Da frage ich mich, warum haben wir einen europäischen Binnenmarkt und in der Krise dürfen dann plötzlich keine Masken mehr nach Italien exportiert werden? Ist doch keinem zu erklären. Also die EU muss zusammenstehen. Das gilt auch in der Corona-Krise. Und das, ja, da hat sich die EU nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Später sind ja dann Patienten aus Frankreich, Patienten aus Italien auch in Deutschland behandelt worden, Hannover beispielsweise. Da hat man dann ein bisschen sich besonnen und das besser gemacht. Aber ich finde, warum hat man das nicht am Anfang gemacht? Also es ist schade, dass wenn man verunsichert ist und wenn so eine Krisenzeit eintritt, dass dann offensichtlich so eine Art nationaler Reflex beginnt bei manchen. Und das hat es in Deutschland auch gegeben und da müssen wir dringend wieder von runter. Stellen wir uns die Butter mal ein? Hat er da keine? Ach, das ist ja... Marmelade mit vielleicht? Ja, oh, ich habe noch mehr Marmelade. Wisst ihr eigentlich, dass ich meine Marmelade selber koche sogar? Hier. Großartig. Das ist hier selber gekochte Erdbeeren. Achso, hast du die? Ja, die habe ich wieder. Dann nehmen wir die für uns. Was ist denn Ihr Top-Thema? Momentan. Ich bin ja im Innenausschuss im Bundestag und wir machen vor allen Dingen das Thema Sicherheit, Bürgerrechte, Freiheitsrechte. Das ist so eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt. Und das ist natürlich gerade in der Corona-Zeit total wichtig, ja, weil wir irgendwie so krasse Grundrechtseinschränkungen hatten in den letzten Monaten, die es eigentlich noch nie gegeben hat in der Bundesrepublik. Die Leute konnten nicht an Ostern ihre Familie besuchen, die Leute konnten nicht in den Gottesdienst gehen. Konnten nicht ihre sterbenden Angehörigen besuchen. Richtig schlimm, da habe ich auch persönlich sozusagen Geschichten erlebt, Leute, die mir das erzählt haben, wirklich dramatisch. Und ich glaube, dass das richtig war, diese Pandemie schnell und pragmatisch zu bekämpfen, auch mit harten Grundrechtseinschnitten. Aber wir müssen schon eine Diskussion darüber führen, wie kommen wir wieder in eine Situation zurück, wo die Grundrechte irgendwie voll gelebt werden können. Und vielen Leuten ist das echt an die Nieren gegangen. Und auch übrigens den Gewerbetreibenden. Ne? Es gibt dann immer so diese Diskussion, ihr könnt doch nicht an die Wirtschaft denken, jetzt wo Leute krank sind. Natürlich ist es wichtig, den Leuten dabei zu helfen, dass sie diese Pandemie bewältigen können. Aber ein kleiner Selbstständiger, der seinen Laden 3 Monate nicht aufmachen kann, der ist blank. Da sind die Reserven aufgebraucht. Und deswegen muss man zu einer Situation kommen, wo die Leute Schritt für Schritt wieder ihre Freiheitsrechte wahrnehmen können. Und dazu gehört auch, ein Geschäft aufmachen zu können. So, dann sind sich alle einig. Aber wie macht man das denn jetzt? Also ich komme ja aus Göttingen. Und bei uns ist es so, dass wir gerade mit Blick auf bestimmte Punkte in der Stadt so Ausbruchssituationen haben. Ja, ein großes Haus, wo viele Menschen auf relativ engem Raum leben. Da gibt es Corona-Fälle. Da ist auch eine Quarantäne eingeführt worden. Daran kann man ganz gut sehen, dass man in anderen Teilen des Landkreises oder in anderen Teilen des Landes ein Stück wieder zur Normalität übergehen kann. Nicht ganz, ja, das wird noch lange dauern. Also Abstandsregeln, Masken im öffentlichen Raum, wenn man in größeren Gruppen ist und Abstandsregeln nicht einhalten kann. Das ist alles weiter richtig. Aber was so das Öffnen von Geschäften angeht oder was weiß ich, Demonstrationen angeht oder Kino, Theater, Gottesdienst, was es alles gibt, ja, das muss schon Schritt für Schritt mit bestimmten Regeln wieder möglich sein. Und wenn dann was ist, dann kann man immer noch lokal dicht machen. Dann kann man immer noch sagen, im Kreis Gütersloh müssen jetzt für 2 Wochen die Schulen zugemacht werden oder in der Stadt Göttingen. Warum eigentlich? Haben Sie das verstanden? Warum gerade Corona? Also bei allem Respekt vor der Krankheit. Ich sage auch immer, ich kann es morgen kriegen, kann daran schlafen. Klar. Und trotzdem ändert es nicht an meiner Auffassung, dass ich die Verhältnismäßigkeiten nie nachvollzogen habe. Das ist, wenn ich an meine eigene Grippe vor einem Jahr denke, tut die bald, wirklich 4 Wochen, und dann, das ist also eine Grippe, die krass. Und alle anderen Krankheiten werden ausgeblendet und finden gar nicht mehr statt. Und höher, schneller, weiter, der Mensch kann gar nicht mehr sterben, glaube ich. War das alles wirklich so richtig? Also die Situation, die wir im März hatten, jetzt geht's schon los. Kann ich so einen Schluck Wasser bekommen hier? Das wäre super. Ja. Jeder deine Marmelade ist sehr gut. Also die Situation, die wir im März hatten, man muss sich nochmal klar machen, warum haben wir das gemacht? Wir haben das nicht gemacht, weil der Staat den Menschen jedes Risiko nehmen kann. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, über die Politik ein bisschen offener sprechen muss. Wir können nicht als Gesellschaft oder als Gemeinwesen oder als Staat uns dafür verbürgen, dass der Einzelne keine Grippe bekommt oder dass der Einzelne sich mit Corona ansteckt. Das können wir nicht. Ja. Es gibt ein gewisses Risiko, Restrisiko in einer freien Gesellschaft. Das gehört einfach dazu. Ja. Und es wird auch in einem freiheitlichen Gemeinwesen, ja, also wo ich einfach morgens aufstehen kann und mir im Prinzip selber überlegen kann, was ich so mache, ja, mit einigen Einschränkungen und wo ich auch sagen kann, dass ich mit was nicht einverstanden bin und so weiter, in einem solchen Gemeinwesen wird es keine zu 100%
perfekte Pandemiebekämpfung geben und wird es auch keine absolute Kontrolle geben können. Ganz wichtig, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Das alles ist so. Und gleichzeitig hatten wir im März eine Situation, wo ein Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens drohte, mit der Folge, dass Ärzte entscheiden müssen, welchen Patienten sie behandeln und welchen nicht. Kam darauf an, welchem Experten man dazugehört hat. Ja, aber wenn man... war es so letztlich, dass die Krankenhäuser Kurzarbeit hatten. Danach, ja. Aber wenn man sagt, wir haben jetzt ein Drittel freie Intensivbetten, so ist es ja momentan, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass es funktioniert hat, die Kapazitäten zu steigern. Das ist ein Zeichen dafür, dass viele andere Operationen eben nicht stattgefunden haben. Das stimmt. Und viele, das stimmt. Ja. Na klar, aber da sind auch... Das ist mir zu viel ausgeblendet. Ja. Viele andere... Viele sagen ja, man stirbt an oder mit Corona, aber die ganzen Fälle, die wegen Corona jetzt gestorben sind ja. und noch sterben werden. Ja. Ich mag nicht an die Selbstmorde denken, die es auch schon gibt. Ich mag nicht an die, und die Pleitewellen, die sehen wir ja noch gar nicht, die kommt ja noch. Genau, weil die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist. Obwohl, das Thema macht mir ein bisschen schlechte Laune. Nee, ich will nur sagen, ich glaube, da gibt es nicht, also mich stört, dass wir bei den Erwartungen gegenüber der Wissenschaft und gegenüber der Politik so einen Drang zur Perfektion haben. Also es muss auf jeden Fall stimmen und es muss auf jeden Fall zu 100% im Nachhinein man selber recht gehabt haben. So wird das manchmal dargestellt. Ja, ja. Und das finde ich sehr gefährlich. Wir werden diese ganze Situation nur meistern, wenn wir auch in der Lage sind, einander zuzugestehen, dass man im März, dass man im April nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Und dann vielleicht ein paar Monate später feststellt, da hätte man vielleicht ein bisschen anders handeln müssen. Ja, zum Beispiel mit den Grenzen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Da bin ich auch anderer Auffassung. Das hätte man nicht machen dürfen. Das hätte man früher wieder aufmachen müssen. Aber so ein bisschen Selbstkorrektur, so ein bisschen lernendes System, ich glaube, das ist wichtig. Und weder die Wissenschaft noch die Politik haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir lernen jeden Tag dazu über diese Krankheit, über dieses Virus. Und das muss möglich sein, auch als Wissenschaft und Politik. Aber gehört zum Zugestehen auch, dass alle, die darüber entschieden haben, ja gar keine Nachteile zu befürchten hatten. Die Politikergehälter liefen weiter. Ja. Das heißt ja so oft, ihr in Berlin, ihr wisst ja nicht mehr, was der Sache ist. Und ein Gründungsmitglied der CDU kommt ja aus dem Raum Celle und der hat auch beklagt, was ich so feststelle, damals war das wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung. Maurer, Lehrer, Verkäufer, alles. Heute sind da Juristen, Sie sind auch noch Juristen. Ja, das kommt auch noch dazu. Ein Lehrer und ein Politiker, Berufspolitiker. Ja. Ist das, muss man da ansetzen oder ist es schon zu spät? Also meine Mutter ist chronisch krank und braucht alle paar Tage eine Bluttransfusion. Und wenn man dann mit eigenen Verwandten darüber spricht, macht das Sinn, in Corona-Zeiten jetzt in das große Krankenhaus zu fahren? Wo hältst du dich auf die nächsten Monate? Dann ist das eine persönliche Geschichte, die man nachvollziehen kann, egal ob man Maurer, Lehrer oder Politiker ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass man das sehr gut nachvollziehen kann, auch wenn natürlich das Gehalt als Politiker weiterfließt in Corona-Zeiten. Das stimmt, aber wir sind nicht im luftleeren Raum. Also ich bin 31, mache hauptamtlich Politik seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren ist das mein Job. Ja, und vorher habe ich auch irgendwas gemacht und mit Leuten gesprochen und so. Also so ganz so ist es nicht. Und diese Geschichte, dass irgendwie das Parlament... Ist so oft, hatten Sie einen ordentlichen Beruf vorher? Ja, als Rechtsanwalt war ich tätig, genau. Kurz, also ich bin schon relativ sozusagen schnell nach dem Ende der Ausbildung dann... Also ordentlich Hände dreckig machen? Ich meine, ach so. Nicht, aber haben Sie das mal? Ja, doch. Also wir haben da über Dassel gesprochen. Ja, und dann kennen Sie vielleicht... So kommen, oder? Nee, ich habe immer in den Ferien in einer Fabrik gearbeitet. Ja. Also zum Beispiel, um mir das Geld für den Führerschein zu verdienen. Das wäre natürlich schön, weil man da kriegt man noch diesen Deputatbier, kriegt man da, glaube ich. Ja, das ist, wenn man da arbeitet, dann kriegt man, glaube ich, irgendwie so einen Kasten pro Woche, pro Monat oder so. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so, dass man da gut auskömmlich. Nee, aber du weißt das doch, du bist doch unser Alkoholiker. Nee, Juliusmühle ist der Ort. Da fährt man durch, wenn man von Einbeck nach Dassel fährt. Das ist eine Kettenfabrik. Und da haben wir alle immer gearbeitet in den Ferien. Das war harte Arbeit, aber man hatte ein bisschen Geld dann, um irgendwie mal wegzufahren oder um einen Führerschein zu machen. Und das, ja, war schon gut. Sie haben schon gesehen, weil Sie auch so viele Termine haben, will ich weg von Corona langsam hin zur Politik. Ja. Ich will aber noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für unser Parlament und für unsere Politik. Okay. Weil Sie kriegen in jedem Land der Welt für das, was Sie gerade gesagt haben, Applaus. Ja? Also wenn Sie sich in den USA hinstellen oder in Frankreich oder in England oder in Deutschland oder für irgendeinen Marktplatz stellen und sagen, die sind alle abgehoben in Hannover und Berlin, die haben mit dem wahren Leben nichts mehr zu tun, die Leute jubeln Ihnen zu. Dafür kriegen Sie immer Applaus für die Nummer. Genau, das ist ganz einfach. Also da können Sie immer absagen. Ja, der Punkt ist, der Zugang zu öffentlichen Ämtern in Deutschland ist im internationalen Vergleich einer der einfachsten. Also der Querschnitt, den wir im Bundestag haben, den wir im Niedersächsischen Landtag haben, die Verweildauer, die Leute sind im Durchschnitt 8 Jahre im Bundestag.
Das, man denkt immer, die sitzen da 50 Jahre. Ja, das stimmt gar nicht. Wir haben einen Altersdurchschnitt von 50, ja. Aber die Leute sind durchschnittlich 8 Jahre im Bundestag. Und den Rest der Zeit machen die irgendwas anderes. Und wir haben schon eine relativ breite Repräsentation in der Bevölkerung. Die ganze Kommunalpolitik, die machen das alles ehrenamtlich. Im Stadtrat, im Kreistag, in Ortsräten. Und jetzt zoffen die sich mit links. Ja, aber das gehört doch dazu. Es muss da ein bisschen was los sein. Ein bisschen Musik gehört dazu. Hier in Zelle, da will ich wissen, wie komme ich von A nach B, welche Bushaltestellen gibt es und wie ist der ÖPNV. Ja. Ist mir doch egal, ob der AfD da eine gute Idee hat oder der SPD da oder sogar einer von der FDP. Also, kommt auch vor, ja. Genau. Aber das ist hier so... Naja, aber sie müssen ja schon die Möglichkeit haben, jemanden, mit dem sie nicht einverstanden sind, abzuwählen. Und dafür müssen sie irgendwie auch gesagt kriegen, der hat jetzt was Gutes gemacht oder hat jetzt was Schlechtes gemacht. Also so ein bisschen. Alternativen, also auch wenn sie eine Partei so nennt, das ist keine Alternative. Also wen sollte ich jetzt wählen? Also im Zweifelsfall natürlich die FDP, ja. Aber wenn sie die Leute irgendwie... Und die bessere Antwort wäre gewesen, im Zweifelsfall nicht, weil ich so toll bin, also sie jetzt, aber... Hm. Aber doch nicht die Partei. Die Partei doch ja, aber warum diese Parteien? Aber warum diese. Das ist auch so. Wenn Sie sagen, Parteien sind schrecklich und ausgenudelt und so, da kriegt man auch, jawohl, ist alles. Ey, toll, ja, genau, da können Sie auf jeden Fall auf Tour gehen mit. Dann können Sie auf Tour gehen und überall erzählen, wie schrecklich das ist. Und die Leute, die Leute. Und Politiker. Und Politiker. Genau. Und die Leute, Journalisten aber auch. Wir sind ja beide. Mittlerweile, ja. Ja, das ist aber, sehen Sie genau, das ist der Punkt. Es gab, also, wenn man über seine eigene Rolle nachdenkt, ja. Als Journalist oder als Politiker, dann ist man doch eigentlich. Für die Menschen da. Also der Grund, warum wir Parlamentarier haben, ob das im Kreistag ist oder im Bundestag. Neben den Karrieregeilen. Ja, aber das ist doch auch wieder ein Vorurteil. Ist doch auch ein Vorurteil. Nee, das ist eine Beobachtung. Ja, aber das ist so als mir zu einfach. Da, so die mit 40, da kann man ja Karriere machen und wenn ich dann rausfliege, dann gehe ich zu Tönnies. Ja, genau. Ja, das ist dann bei der Gabriel. Ist also das ist bei so auf, Sie haben da auch bestimmt welche hier. Ja, ist was egal, ist aber allem. Ja, aber das ist auch wieder so, wissen Sie, also was soll man sonst machen nach dem Ende der politischen Karriere? Ist erlaubt, aber man soll man vorher nicht so tun, ja, als wäre das ja. Alles so verwerflich. Ja, aber wir haben 709 Bundestagsabgeordnete, viele zu viel. Und jetzt hat ein Gabriel da einen Beratervertrag bei Tönnies gehabt und Philipp Amthor ist in die Welt gejettet. Und die anderen sieben, ja, aber die... Sorry, aber das ist ohne, das stimmt einfach nicht. Ja, ich weiß. Das ist, ich bin auch als Rechtsanwalt zugelassen. Sie können auf der Internetseite des Bundestages nachgucken, wie viel ich da verdiene. Nämlich nichts, weil ich keine Zeit habe, in dem Job zu arbeiten. Sie verdienen sogar noch zu wenig. Nein, aber das ist alles zu einfach. Das meine ich ehrlich. Das ist alles zu einfach. Es gibt in allen Jobs Leute... Oh, dass du überhaupt was kriegst. Es gibt in allen Jobs Leute, die machen das gut und es gibt in allen Jobs Leute, die machen das schlecht oder die haben irgendwie unehrenhafte Motive. Das Gute ist bei der Politik, Sie können die Leute abwählen. Sie können die dafür bestrafen. Und Sie können sagen, das Gesicht kann ich nicht mehr sehen. Das und dann ist doch kommt gut. Der nächste Satz, wo ich Applaus kriege. Oh, wer weiß, was danach kommt. Ja, also, genau. Genau. Ist alle gleich. Alle gleich. Komm zu uns, mach es besser. Komm zu uns und mach es uns noch besser. Das ist es ja. Die Leute, die meckern, so wie ich, ne? Die sagen, oh nee, lass mich mit Politik in Ruhe. Ja, aber das ist doch interessant, weil es geht doch dem Journalismus letztendlich genauso. Also es ist so, dass sowohl die Politik oder Parlamentarier als auch Journalisten mittlerweile. Ja, Trump sagt ja, enemies of the people, Feinde des Volkes, ja. Ja, Richter, Journalisten, Parlamentarier. Ja, also, dass er das sagt, ich glaube, man muss schon so ein bisschen gucken, dass man nicht Institutionen schlecht redet, die über Jahrzehnte dazu beigetragen haben, dass wir in einem großartigen Land leben und dass man irgendwie seine Meinung sagen darf und dass man irgendwie einen Politiker beleidigen und beschimpfen darf und dem Aufträge erteilen darf und sagen kann, mach dies, mach das. Das ist doch super. Das ist ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, das System, was wir haben. Mit einer freien Presse, mit unabhängigen Gerichten, mit Politikern, die abgewählt werden können. Das ist gut. Ja? Wenn man die ganze Zeit erzählt, wie blöd das alles ist, naja, dann glauben die Leute das natürlich irgendwann. Aber vielleicht ist das alles gar nicht blöd. Vielleicht ist eine freiheitliche Demokratie, vielleicht ist das Grundgesetz sogar die beste Verfassung, die es auf deutschem Boden jemals gegeben hat. Am Gesetz selber, auch an Parteiprogrammen, egal. Ja. Ich finde die alle toll. Ja, die kann man doch, also die Parteiprogramme zumindest kann man ja auch ändern. Durch eigenes Engagement, durch eigenes Zutun. Da muss man sich ja nicht dort zwingend dran. Ach, das macht mir auch schlechte Laune, merke ich gerade. Mir nicht. Aber das ist so ehrlich. Ich finde inzwischen auch den Titel jetzt mal ehrlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Was macht Sie glücklich im Leben? Mich macht es glücklich, wenn ich ein bisschen unterwegs sein kann, so wie jetzt wieder. Also irgendwie, ich finde das genial, wenn du so einen Tag vor dir hast und du hast so ein Programm und bist an 4, 5 verschiedenen Orten, das finde ich, da freue ich mich drauf. Und einfach rumkommen, also verreisen, unterwegs sein. Ist Reisen das einer ist, Ihrer Hobbys? Ja, würde ich sagen. Haben Sie Hobbys? Hat man als Politiker, in Anführungsstrichen, Applaus noch Hobbys? ja, also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so ein bisschen, man hat ja oft Arbeit in den Zeiten, wo andere Leute
Leute ihr Hobby haben. Also zum Beispiel am Wochenende ist man als Politiker ganz viel unterwegs. Aber wenn ich das nicht bin, dann mache ich schon viel mit Freunden. Ich gehe gerne ins Theater, kochen, essen, alles was mit. Kann man schon wieder irgendwo ins Theater? In Göttingen? Ich glaube, in Göttingen geht es glaube ich noch nicht. Aber ich ärgere mich total, weil ich hatte mir im, ich habe an unserer gemeinsamen Schule, habe ich auch Theater gespielt, also eine Theater AG. Und da habe ich das sozusagen gelernt. Und Krömer hat da ja auch drauf rumgeritten in der Sendung. Und ich finde das immer so schlimm, weil das irgendwie, weiß ich nicht, warum, das kommt irgendwie nicht so gut an. Aber ich schäme mich dafür nicht. Sondern ich fand, das war eine ganz tolle Zeit. Ja. Und habe das gerne gemacht. Und ich sozusagen, das Einzige, was mir davon geblieben ist, ist halt irgendwie so alle paar Wochen mir da irgendwie mal so eine Theateraufführung anzugucken. Und ich hatte irgendwie 3 oder 4 Tickets für März, April. Ja. Und es ist alles ausgefallen wegen Corona. Und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, weil sie ja gefragt haben, was macht mich glücklich. Ja. Also mich würde es glücklich machen, das alles nachzuholen. Also ins Theater zu gehen, weiß nicht, für Freunde kochen, mit denen irgendwie einen schönen Abend verbringen, essen. Ja. Was kochen Sie? Das ist eigentlich so alles, worauf ich so Bock habe. Also ja, ich bin jetzt vorhin, ich habe hier in Celle ja übernachtet und bin, bevor ich hierher gekommen bin, bin ich einfach so ein bisschen über den Wochenmarkt gelaufen. Der ist gut, ne? Ja, ich liebe das. Ja. Das ist einfach schön, ja. Ja, das ist einfach geil. Das ist schön. Seit 5 Jahren sagen meine Freunde, ich brauche einen Thermomix. Nein. Alles, also, was so blinkt und so. Nein. Aber ich habe so eine alte Kantine gesucht. Nein, bitte selber, einfach selber. Das kann man doch alles. Ja, das ist aber, doch. Aber die Marmelade, muss ich doch mal sagen, die spritzt nicht mehr und die Hand tut nicht mehr weh. Ja, aber also ich möchte natürlich jetzt nichts gegen diese Firma sagen, aber ich finde, es hat schon was. Es hat schon was, wenn man irgendwie was selber schnippelt und das dann anbrät und so. Also die sozusagen Arbeit mit den. Was können Sie richtig gut? Das kann ich richtig gut. Ich würde sagen, momentan, ich habe so eine Risotto-Phase. Mhm. Das habe ich irgendwie, kann ich irgendwie ganz gut. Das soll ja das Gerät sehr gut können, Risotto. Nein, das muss man selber machen. Okay. Nein, das muss man, das glaube ich nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu skeptisch, aber nee, Risotto kann ich ganz gut. Und ich habe mir, einmal ging es mir irgendwie so schlecht, weil mir so viele Termine gefehlt haben in der Corona-Zeit, dass ich mir aus dem Ammerland also ein Paket mit Grünkohl und Bregenwurst bestellt habe. Und dann habe ich das gekocht. Das war auch geil. Jetzt so mitten im Frühling. Ja, es war ein bisschen zu warm schon. Aber egal. Egal. Ja. Also das macht ja bei Ihnen auch ein bisschen Depression, diese Phase jetzt. Ja, Depression ist immer so ein bisschen ein hartes Wort. Also, ich glaube, das ist ja, sozusagen gibt es ja Leute, die das wirklich. Melancholisch, was sagt man? Absolut, absolut. Nee, ja, es macht einfach einen traurig. Ja. Wenn man dann, also dieses Gefühl, abends auf der Couch zu sitzen und zu realisieren. Zu realisieren, dass man gar nicht draußen gewesen ist. Ja. Weiß nicht, ob Ihnen das auch mal passiert ist in dieser Pandemiezeit, dass Sie irgendwie den ganzen Tag. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so mitgemacht bei dem ganzen. Okay. Auch noch keine Gesichtsmaske. Ja, okay. Ich mache das jetzt alles mehr online leider, selber schuld, dass ich einkaufen darf. Ja. Ich muss zugeben, wenn auch so, Leute, das ist. Ja, nee, also ich finde schon, dass man sich da irgendwie dran halten muss. Ja, das hat ja alles gute Gründe. Ja. Wir haben uns auch nicht geküsst zur Begrüßung. So ist es, ausnahmsweise. Ja. Genau. Ja. Und hier finden in diesen Räumen immer von Oktober bis Ostern Küchenkonzerte statt. Hier ist eine Band. Das können Sie jetzt nicht machen. Und dann sind so 50 bis 70 Leute. Fiel ja auch aus. Ja. Und dann haben wir das mal gemacht, einen Livestream als letztes. Haben da Leute sich das angehört? Es waren viele, die angehört haben, aber schlimmer noch, und das war das Schlimmste in der ganzen Zeit, sind diese Stasi-Leute. Der Fehlerbar hat ein Küchenkonzert gemacht. Ach so. Das? Ja, dieses Denunziantentum. Ja. Der hat im Garten gegrillt, darf der das? Der hat seinen Bruder besucht, darf der das? Da haben wir ganz schön oft unsere Maske verloren, finde ich. Ja, das glaube ich auch, dass die Corona-Zeit nicht immer die beste Seite von Leuten offengelegt hat. Ja, oder die Leute, die irgendwie 5 Packungen Klopapier gekauft haben. Hammer. Ja. Und wenn die Grillfeste anfangen, gibt es überall Nudelsalate. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie es. Also bei mir war es schon so, dass ich irgendwie gesagt habe: Ja, nee, dieses Hamstern, so, das geht gar nicht. Man soll nur so viel kaufen, wie man braucht. Und dann bin ich so durch den Supermarkt gegangen und habe mir gedacht: Ja, so eine Nudelpackung, eine ist ja ein bisschen wenig. Dann nehme ich noch eine zweite und vielleicht noch eine nur so. Ich kann sie verstehen. Das ist so ein Gruppenzwang. Weil die anderen das auch machen. Ja. Und deswegen habe ich das dann irgendwie. Auch 2 Klorollen mehr. Ja, plötzlich war es dann so. Und jetzt kommt der Knaller. Es gab in Berlin irgendwann kein Klopapier mehr. Ich schwöre, es war keins mehr da. Und dann bin ich mit Maske nach Göttingen gefahren. Auch weil ich mal wieder in meine Wohnung wollte und irgendwie Briefkasten überprüfen wollte und meine Mutter besuchen wollte und so. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du in den Supermarkt. Und dann habe ich Klopapier gekauft und habe das Klopapier aus Göttingen nach Berlin gebracht. Es gab Wochen, da hätte ich da ein Geschäftsmodell draus machen können. Ja, FDP. Aber ja, hat sich dann sozusagen ja alles normalisiert. Ja. Ihre Zeit läuft, die Leute, die sind ja manchmal auch gnadenlos in YouTube, die klicken dann vor. Die klicken weg, wenn die uns zu lange sehen. Was Sie noch so
Sie haben aber auch die Chance zu sagen, was ist Ihnen noch wichtig? Na, wir haben ja schon über ein paar Inhalte gesprochen. Also was mir wichtig ist, ist Europa. Ja, ich glaube, dass die Europäische Union für uns ein großes Glück ist. Deutschland hat jetzt die Ratspräsidentschaft. Ja, wir müssen sehen, dass wir ein bisschen zu Potte kommen. Die EU war vor, wann war das letzte Mal, dass wir die Ratspräsidentschaft haben? Ich glaube, vor 13 Jahren oder so. Ja. Da haben wir gesprochen über eine europäische Verfassung. Da haben wir gesprochen über eine Reform dieses ganzen Konstrukts. Und jetzt nur Krisen. Nur Corona, Brexit, Migration. Also wir machen ein reines Rumgefrickel an den Krisen. Wir brauchen mal wieder eine Vision für die Europäische Union. Da ein bisschen mehr irgendwie Selbstvergewisserung und ein bisschen mehr Stolz auf das, was in Europa möglich ist. Das würde ich mir wünschen. Das ist mir wichtig. Dann ist mir wichtig Freiheitsrechte. Ja, ich glaube, dass die Corona-Bekämpfung richtig war. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen schon auf die Schiene kommen, dass wir auch wieder unsere Grundrechte voll zur Geltung gelangen lassen können. Können wir konkret was tun, damit das passiert? Ja, na klar, wir können uns dafür einsetzen, dass es eine regionale Corona-Bekämpfung gibt. Und das nicht, weil in einer Ecke vom Landkreis ein Corona-Ausbruch ist, dass in der anderen Ecke vom Landkreis, wo die Leute gar nicht in die andere Ecke zum Einkaufen fahren, die Schulen dicht gemacht werden müssen. Also wir müssen so ein bisschen gucken, wo halten die Leute sich konkret auf? Wie sind konkret die Ströme von Pendlern und so weiter. Sagen, wir müssen gucken, dass das ist immer, ja, man sollte ja, mal, aber können Sie da was konkret? Ich bin Parlamentarier. Mhm. Ich kann nur reden, rummeckern, dem Minister Briefe schreiben, in die Kamera sagen, das geht aber gar nicht, ja, da musst du mal, das ist sozusagen meine Aufgabe. Also das ist immer so ein bisschen... Da machen Sie das, was ich auch mache. Ja, so. Im Prinzip schon. Ihr seid alle gut, außer Mutti. Aber das ist... Das ist so ein bisschen unsere gemeinsame Last, die wir haben als Journalisten und als Legislative. Wir können über Gesetze abstimmen, aber ganz ehrlich, ja, wir sind als FDP in Hannover und in Berlin vorübergehend Opposition. Es wird nicht immer so bleiben, wir werden auch irgendwann wieder regieren, aber wir sind vorübergehend Opposition. Das heißt, die Koalition beschließt einfach ihre Gesetze. Es ist selten mal so, dass wir damit machen können. Das heißt, wir sind beschränkt auf Nachfragen, Nachhaken, hinter die Kulissen blicken, die sozusagen Kenntnisse, die wir haben, weiterzutragen nach Berlin. Wir hatten jetzt gerade einen Corona-Ausbruch im Grenzdurchgangslager Friedland. Ja. Das ist in meinem Wahlkreis. So, dann habe ich mit dem Bürgermeister telefoniert und habe die Informationen, die mir der Bürgermeister gegeben hat, habe ich ans Innenministerium weitergegeben. Ich habe gesagt, meldet euch bei dem, der braucht Infos und so weiter. Ich selber kann nicht dafür sorgen, dass die Menschen, die da hinkommen, getestet werden. Das muss die Regierung machen. Aber ich kann sagen, macht das. Ich kann das der Presse geben, ja, und die können darüber berichten, dass ich das gesagt habe. Und da kann man nachfragen, ist das passiert? Also das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend daran, Parlamentarier zu sein, weil man selber nicht den Hebel in der Hand hat. Aber es ist auch schön, dass wir uns eine Institution leisten in einer Demokratie, die sowas macht. Also ist doch toll. Ich bin jetzt 3 Wochen in Niedersachsen unterwegs und kann mit Leuten darüber sprechen und wir können dann sagen, also in Celle, die haben die Situation im Griff. Und ich glaube Ihnen das, dass Sie das so meinen, aber auch, weil Sie in der Opposition sind. Und ich gönne Ihnen das, dass Sie dann wieder an die Macht kommen. Also, dann müssen Sie aber wieder funktionieren. Sie meinen dann, Sie unterstellen, wo, ja klar, Sie unterstellen, ich dass es dann ein... Ich beobachte, ob ich glaube, grün sind oder wie auch immer. Dass es dann einen Rollenwechsel gibt, bei dem sich plötzlich die eigenen Maßstäbe verschieben. Ja, und ich glaube, das hat was, das stimmt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir ein bisschen verliebt ins Regieren sind und ein bisschen verliebt sind in die Exekutive zu sehr. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn wir im Innenausschuss eine Sitzung haben im Bundestag und wir reden 3 Stunden über das Thema Polizei beispielsweise. Ja, wir haben ja eine riesen Polizeidiskussion momentan. Das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ja, dass wir die Polizei vernünftig ausstatten, dass wir die auch schützen, die uns schützen, aber dass wir auch bei Fehlverhalten klar durchgreifen. Also Polizei ist auch ein wichtiges innenpolitisches Thema, machen wir auch in Berlin. Wir diskutieren da 3 Stunden drüber. Und dann kommt für eine halbe Stunde der Minister vorbei. Dann sind alle Kameras auf den Minister gerichtet. Er geht raus, gibt sein Statement. Und wir sitzen da drin und denken uns, naja, was ist denn mit der Legislative? Das ist unser Haus hier, das ist der Bundestag. Wir sind die direkt gewählten Abgeordneten, die hier das Volk repräsentieren. Und dann schwebt die Ministerin oder der Minister ein. Und daran kann man so ein bisschen erkennen, dass es natürlich einfach ist, über diejenigen zu sprechen und zu berichten. Und für die Bürger übrigens auch. Das ist gar kein Vorwurf an die Medien. Sondern es ist auch für die Bürger natürlich viel einfacher zu sagen, Bürgermeister, Landrat, mach. Er macht, ja, erledigt. Als so komische Parlamentarier, die irgendwie sagen, man müsste mal und ich fahre im Land rum und so. Nein, das ist einfach eine andere Arbeit. Es ist einfach eine andere Arbeit, die sich von der Exekutive unterscheidet. Und das kennen auch alle Kommunalpolitiker, ja, die irgendwie vielleicht nicht in der Mehrheitsgruppe sind und dann sich am Bürgermeister abarbeiten oder an der Landrätin oder so.
Ich glaube, dass das ja, mitunter nicht ganz einfach ist. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt diesen Rollenwechsel. Und ich habe einen sehr lieben Kollegen von den Grünen, der sagt immer, das ist in Deutschland so, die Parlamentarier werden als Raupen dargestellt. Und wenn dann ein Parlamentarier mal zum Minister wird, dann ist es der schöne Schmetterling. Ja. Aber ja, genau, so wirkt das, ja. Aber eigentlich sind ja auch die Parlamentarier wunderschöne Schmetterlinge, ja, weil sie direkt gewählt sind vom Volk, anders als die Exekutive. Also ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Nicht so als Parlamentarier. Als Schmetterling, ja. Es sei denn, ihr sollt, Herr Kuhle, noch irgendwas Tolles zur Zelle sagen? Nee, ne, das ist doch super. Wie finden Sie Zelle? Kennen Sie Zelle? Ja, ich bin heute Morgen ein bisschen rumgelaufen. Ich war schon oft hier. Meine Großmutter ist in Zelle geboren. Genau. Und ja, es ist, genau. Ich bin auch hier in der Anwaltskammer. Also, genau. Ach ja, genau. Ja, genau. Ja. Also, es ist. Kann alles gesendet werden, was wir gemacht haben? Absolut. Haben sich einigermaßen wohl gefühlt? Ich habe mich sehr wohl gefühlt, genau. Ja. Cool, vielen sehr Dank, schön, dass Sie mein Gast waren. Die Kameras bleiben laufen und wir machen Anfang, Begrüßung bis zum Abschied. Ich esse jetzt mein Brötchen. Essen das Brötchen. Ja. Man soll ja nie, wenn man zu so Essensformaten eingeladen ist, soll man nie wirklich was essen. Das ist, ich bin ein absoluter Amateur. Das merken Sie daran, dass ich erstmal hier schön mein Brötchen gebissen habe und mich dann verschluckt habe. Sie werden noch oft genug bei anderen Sendungen gepudert und blank geschliffen und so weiter. Und dann hier ist ehrlich. Das ist meine Hoffnung. Ja, das, jetzt mal ehrlich. War das ehrlich genug? Ja. So, jetzt mal ehrlich? Ja. Guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Ach, wenn das so ist, dann machen wir doch den Abschluss beim Essen jetzt hier, Kameras. Liebe Zuschauer, ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen hier. Ich bin mal gespannt, wie das so wird mit den nächsten Tischstücken oder Nachmittag. Man kann ja auch abends kommen, das ist das Tolle an der Sendung. Man kann ja irgendwann kommen. Also ich finde das Konzept immer besser. Ja. Auch. Noch viel besser als im Schloss. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seid ihr zufrieden da, das Halbkick? Ja. Also Robert, du hast nicht zu viel versprochen. Ey, ganz schön bekommen. Ja. Ich hoffe, es war okay, dass ich auch zurückkeile. Ja. Okay.